Auch wenn ich in Amerika überwintere, laufe ich herum mit den Augen eines Unternehmers. Ich schaue mir Firmen an, ich schaue mir Geschäfte an, ich kaufe Sachen ein. Ich habe hier einen Einspieler für Sie mitgebracht. Was denken Sie? Was macht diese Firma? Ich verrate Ihnen das nach dem Vorspann. Hier ist die Alex Ruch Show. Für Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, Vertriebsprofis und alle, die erfolgreicher werden wollen. Freuen Sie sich auf Alex S. Ruch. Diesen Laden habe ich im Internet entdeckt. Ich habe auf Google eingegeben, Rohkost und Encinitas und bin drauf gestoßen. Diese Firma ist spezialisiert auf Kekse, Desserts und andere Rohkostspeisen. Finde ich hochspannend. Und eben, die machen das gut, immerhin mit Google, mit SEO, Suchmaschinenoptimierung. Was sie aber noch besser machen könnten, wäre die Beschriftung des Ladengeschäftes und des Restaurants. Mehr ist möglich. Kommt Ihnen die wunderbare Aussicht hinter mir bekannt vor? Das ist Encinitas. Ich war ja schon mal hier vor einem Jahr, genau auf dieser Terrasse in meinem Ferienhaus. Damals war das Wetter nicht so schön wie heute. Heute haben wir wunderschönes Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein, so schön, dass ich sogar jetzt eine Sonnenbrille tragen muss, weil ein Reflektor auf mich zeigt, damit mein Gesicht schön hell ist und dass Sie trotzdem das Meer genießen können. Auf dieser Terrasse bin ich sehr kreativ. Hier sitze ich jeden Tag mindestens eine Stunde. Hier kann ich mich weiterbilden, hier kann ich Ideen aufschreiben, meine Ideenbücher. Hier entsteht vieles. Ich habe heute auch wieder ein Statement mitgebracht einer Zuschauerin, der Alex Ruch Show. Sie schrieb über die Folge Nummer 80. Sehr geehrter Herr Ruch, vielen herzlichen Dank für Ihr Mitnehmen in die Show. Ich habe immer mitgefühlt, egal ob Sie gerade hoch in der Luft schwebten, ob Ihr Haus von oben gefilmt wurde oder ob Sie so frisch, fröhlich in Ihrem Boot auf dem See moderiert und informiert haben. Eine super Idee und ganz authentisch rübergebracht. Einfach klasse. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Danke. Anna-Kathrin Laas, private Gesundheitspraxis, Potum, Westerwald, Deutschland. Es freut mich, dass Ihnen gefallen hat. Und es ist auch immer mein Ziel, authentisch zu sein, Ihnen auch besondere Einblicke zu gewähren, dass Sie ein bisschen sehen, wie ein Unternehmer und Marketing-Experte arbeitet, aber auch wie er lebt und dass ich auch zwischendurch Wissen vermittle. Alles echt, authentisch. Auch jetzt ist eben ein Helikopter hier irgendwo im Hintergrund, aber das ist einfach so der Live-Effekt. Und das Schöne bei der Alex Ruch Show ist ja auch, Sie können ehemalige Folgen sich anschauen, auf ruch-tv.com zurück bis zur Folge Nummer 1. Dieses Poster, das hier Miss Germany 2011 in der Kamera gezeigt hat, habe ich einstampfen lassen. Ja, ich meine es ernst. Ich habe es einstampfen lassen. Warum? Weil ich fand, es war zu dünn. Das Papier war zu dünn für meinen Geschmack. Und ich bin eben wirklich fast ein wenig ein Perfektionist. Ich möchte unsere Kunden begeistern. Ich möchte sie auf der ganzen Linie begeistern und somit haben wir alle einstampfen lassen und es neu drucken lassen mit dickerem Papier. Hier sehen Sie jetzt auf einem Foto, das MM-Mitglied Ralf Borchert eingereicht hat, wie es jetzt aussieht mit dickerem Papier. Offensichtlich hat er es bei sich aufgehängt in seinem Büro an der Wand, dieses Autopilot-Poster. Und ich merke auch, es begeistert unsere Kunden. Ich habe hier ein Statement mitgebracht von einem Outlook-Anwender, nämlich von Dr. Georg H. Willems aus Amöneburg, Deutschland. Er schrieb, danke, Ihre zusätzlichen Online-Lektionen sind sehr hilfreich und sehr motivierend. Vielen Dank auch für das hervorragende Outlook-Poster. Ich war sehr freudig überrascht, als ich dieses per Post erhielt. Ein wirklich tolles, gut durchdachtes Instrument zur Visualisierung der Fortschritte und Aufgaben innerhalb des Outlook-Programms. Ich bin begeistert. Mit allerbesten Wünschen zum neuen Jahr, vor allem Gesundheit, etc. etc. Sie sehen, es kommt sehr gut an bei den Kunden. Eben einerseits das Poster in dieser guten Qualität, andererseits aber auch die Bonusvideos. Wir haben ja hier in Kalifornien vor einem Jahr 12 Bonusvideos gedreht für die Outlook-Anwender. Somit ab der dritten Woche bekommen die Outlook-Anwender jede Woche ein Video mit einem Link zugeschickt. Weil wir eben auch wollen, dass unsere Outlook-Anwender
die Strategien erfolgreich anwenden und richtig schön zum Umsetzen kommen, damit der Ball ins Rollen kommt. Auch das tun wir eben, weil wir wollen, dass unsere Kunden nicht nur Sachen bei uns kaufen, sondern auch anwenden und damit erfolgreich sind. Hier habe ich eine tolle Strategie für Sie. Werfen Sie einen Blick in die Vergangenheit. Wenn Sie jetzt Unternehmer sind oder Marketingleiter, ist es besonders interessant. Denn wenn Sie einen Blick werfen auf die letzten paar Jahre oder auch Jahrzehnte, gab es ja viele Produkte, Dienstleistungen und Angebote, die es jetzt vielleicht nicht mehr gibt, aber die man wieder beleben könnte. Ich hatte auch gerade kürzlich mal so eine Erfahrung. Ich werde es Ihnen gleich mal erzählen. Vor einigen Monaten habe ich bei meinem eigenen Marketing-Seminar die Idee bekommen, die Millionen-Bestseller-Audiothek zu lancieren. Das ist auch wieder eine Idee, die habe ich abgeleitet von einem ehemaligen Angebot. Das geht zurück in die 90er Jahre. In den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, habe ich zum ersten Mal Umberto Saxo kennengelernt, der bekannte Verkaufstrainer, Autor des Hörbuches bei Anno Verfolgt. Damals war er noch nicht Autor. Er hat mich eingeladen zu einem Probeseminar. Ich wollte eigentlich nicht hingehen, er ließ nicht locker. Und dann ging ich dann doch dorthin, habe es besucht, sein Abendseminar. Am Schluss des Abendseminars wollte er mit mir noch reden, habe ich dann mit ihm auch gemacht, ein kurzes Gespräch oder ein längeres Gespräch. Dann wollte er den Rouge-Katalog sehen, hat ein wenig darin herumgeblättert und mir dann gesagt, schicken Sie mir von jedem Hörbuch ein Exemplar und schicken Sie mir eine Rechnung. Und daraus entstand dann die Idee für die Kassettenaudiothek des Rouge-Verlages. Und dann einige Jahre später entstand dann die Idee daraus für die CD-Audiothek des Rouge-Verlages. Aber ein paar weitere Jahre später haben wir es dann langsam einschlafen lassen, aus dem einfachen Grund, weil immer mehr auch Erfolgspakete dazu kamen, die dann zum Teil auch eher höherpreisig waren und dann wurde der Audiothekpreis recht hoch und somit haben wir es dann irgendwann einschlafen lassen. Aber jetzt kam die Idee zurück, weil wir 26 Hörbücher haben, die auf Büchern mit Millionenauflagen beruhen, die sehr beliebt sind und die kann man also gut kombinieren und ein Paketangebot daraus machen. Und jetzt haben wir also die Millionen-Bestseller-Audiothek. Hierfür gibt es auch eine Website und ein Infovideo unter rouge.ch/millionen-bestseller-audiothek. Als Hörbuchverleger ist mir immer sehr wichtig, dass die Audioqualität gut ist, sowohl bei den Videos als auch bei den CDs. Und somit wird bei uns alles nachbearbeitet. Nicht nur diese Show, sondern auch zum Beispiel die Mitschnitte von Telefonkonferenzen für unsere Mitglieder. Da sehen Sie hier im Einspieler. Da werden Ös rausgeschnitten. Da werden auch dann die Lautstärken angeglichen, damit der VIP-Gast die gleiche Lautstärke hat wie ich. Damit alles richtig schön gut dann klingt, wenn das Mitglied es im Auto hat. Das ist eben genau die Rouge-Qualität und das lohnt sich. Und damit sind wir bereits am Schluss dieser Folge der Alex Rouge Show. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es wäre schön, wenn Sie diese Show weiterempfehlen würden, vielleicht gleich jetzt an zwei Ihrer Freunde. Und besuchen Sie auch wieder einmal den Rouge Shop auf rougeverlag.com. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und wir sehen und hören uns wieder das nächste Mal in der Alex Rouge Show. Bis dann, tschüss!